Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil meines Aquarientagebuches und heute ist es endlich soweit. Die Beleuchtung ist komplett geändert. Ich habe jetzt eine Hybridlampe über meinem Aquarium von der Firma Giesemann und es ist die Giesemann Aurora. Eine 4x39 Watt T5 und 2x85 Watt LED Hybridlampe. Bestückt mit den Clustern der Futura S. Kann man hier an der bunten Farbmischung sehen. Und ja, momentan ist die hier noch in der Aufgangsphase bzw. in der heller werden Phase. Das Gesamtbild hat sich natürlich jetzt bei mir verändert. Der Überrollbügel ist weg. Es sieht es weitaus besser aus. Da oben ist es noch ein bisschen kahl. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch irgendwas hinmache oder nicht. Aber egal, Fakt ist, eine Lampe, alles drin. Und ja, pauschal gesagt, stolz wie Oscar. Hinten an dem Kabel werde ich wohl noch was machen. Da kommt noch eine Ummantelung drum. Das sieht noch nicht so ganz so toll aus. Gestern Abend habe ich sie erst aufgehangen. Ja, und hier haben wir dann die Bluetooth-Steuerung. Das ist mein momentan eingestellter Tagesverlauf, wo ich dann jetzt hier die rote Linie, das sind die T5, die fahre ich jetzt schon auf voller Leistung. Die LED selber, die werde ich auf 70% fahren im Moment, 70-75%. Und um das Ganze jetzt mal zu zeigen, was das für ein Unterschied ist, wenn es voll auf ist, das wäre Volllast des kompletten Systems. Kann man also nicht genug meckern. Da ist richtig Saft drin, das gefällt mir. Habe auch hier die Möglichkeit, Moment, hier Wettersimulationen einzustellen, sprich Blitzsimulation, Wolkensimulation, hatte ich ja vorher auch. Hier haben wir dann einmal Mondsimulation, das werde ich mir noch genau angucken. In welcher Intensität ich das Ganze laufen lasse, das ist dann die Mondphase hier, die man dann dementsprechend einstellen kann. Und ja. Kann ich pauschal nicht genug meckern. Da haben wir dann hier bei der Einstellung haben wir noch einen Demo-Modus. Interessant, wie gesagt, der Tagesverlauf. Da haben wir halt die Möglichkeit. Moment, jetzt muss ich erstmal das hier speichern. Da haben wir nämlich einmal die Vorgabe 1. Dann haben wir die Vorgabe 2. Was da jetzt genau mit erreicht werden will, muss ich noch nachlesen. Habe ich noch nicht gelesen. Ich gehe mal wieder auf mein System zurück. So. Das ist wie gesagt meine momentane Kurve. Ich werde da noch ein bisschen rumspielen. Und ja, pauschal gesagt, also Arschloch wie Oscar. Die Lampe ist richtig geil. Ist auch nicht ganz so klobig, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aufgrund in Anführungszeichen HQI-Gehäuse. Die ist natürlich mächtig, die ist groß. Und im Vergleich zu der neuen Genesis, die jetzt im September wohl rauskommen wird, oder vielleicht ein bisschen später, weiß man noch nicht genau, ist das schon ein Klopper, muss man ganz ehrlich sagen. Was allerdings sehr schön ist, ich habe da bei dieser Lampe, stand ja in der Beschreibung drin, dass das Netzteil eingebaut ist. Ist es nicht. Wir haben einmal ein Kabel 220 Volt, was nach oben geht, und einmal ein Kabel 220 Volt bzw. Steuer, was dann jetzt hier zu diesem Netzteil hingeht. Und so ganz nebenbei, die Lampe funktioniert nur, wenn beide eingesteckt sind. Also das eine ist die Steuerung, das andere ist die Stromversorgung. Ja, pauschal gesagt richtig geil. Gucken, ob man da noch rein gucken kann. Es sind zwei kleine Lüfter drin verbaut, die bis jetzt noch nicht angesprungen sind. Die habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich denke, das sind wirklich leise Geräte sind.
Nach dem, was ich bisher gesehen und gelesen habe, wird man die wohl nicht hören. Da wird wohl mein Aquarium mehr Lärm machen als wie die Lampe hier. Ja, wie gesagt, nun ist es soweit. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze bringt. Hat mich ja auch genug gekostet, das gute Stück. Und ja, in diesem Sinne, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, wie sich das Becken jetzt entwickelt mit dem neuen Licht. Ja, pauschal gesagt, meinen Tieren geht's gut. Ich habe ein bisschen Dreck hier unten liegen. Meine Polaris ist momentan nicht so ganz aktiv, wie sie eigentlich sein sollte. Keine Ahnung warum. Sie ist sich wahrscheinlich immer noch mit dem Flammenkaiser am Ärgern. Dem es übrigens sehr, sehr gut geht. Der ist fit. Der schwimmt durch die Gegend. Allen anderen geht's auch gut. Wie gesagt, man sieht hier und da habe ich Cyanum-Ansätze. Mal gucken, ob das jetzt mit dem neuen Licht weggeht. Ja, meine Putzkolonne da hinten, meine Weißbandputzergarnelen, die machen, so wie es aussieht, einen guten Job. Die SPS tun es zu, ich sag mal, 70% noch. Die da oben kriegen wahrscheinlich zu wenig Strömung, aber da muss ich noch ein bisschen mit arbeiten. Hier unten habe ich die Montipora Digitata auch hingesetzt, damit die ein bisschen mehr Strömung kriegt. Aber vielleicht werde ich sie auch mit da in dem Bereich setzen, weil da kommt ein bisschen mehr Power an. Ich habe halt jetzt hier das Problem, dass ich die Strömung wirklich so halten muss, dass einmal meine Cladoverien hier, also die Bredis, nicht zu viel Power abkriegen und gleichzeitig müssen natürlich meine Steinkorallen auch genug Saft haben. Also ein Spagat zu versuchen, jetzt hier die entsprechende Strömung einzustellen und gleichzeitig auch noch vernünftig Bewegung drin zu haben. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, ich kann mich nicht genug beschweren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video immer seht. Euer Viper.